Jüdische Siedler haben ein Dorf im besetzten Westjordanland überfallen und nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums dabei einen jungen Mann erschossen. Das israelische Militär bestätigte, dass etwa 50 Siedler, von denen einige maskiert gewesen seien, in der Ortschaft Jit in der Nähe von Nablus Fahrzeuge und Gebäude angezündet sowie Steine und Brandsätze geworfen hätten. Die Streitkräfte erklärten, sie seien eingeschritten und hätten einen israelischen Zivilisten festgenommen. Das Militär nahm Ermittlungen zu dem Angriff auf. Der israelische Oppositionsführer Lapid sagte, mit dem neuerlichen Gewaltausbruch jüdischer Siedler sei ein moralischer Tiefpunkt erreicht worden. Ministerpräsident Netanyahu ließ mitteilen, die Verantwortlichen würden gefasst und vor Gericht gestellt.